Hallo und herzlich willkommen bei Pour le Plaisir. Heute machen wir zusammen eine leckere Lasagne Bolognese. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt einfach dran. So, wir brauchen dafür Rinderhackfleisch, Sellerie, Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, Parmesan, Lasagneblätter, Tomaten, Lorbeerblätter und Salz und Pfeffer. Für die Bechamelsoße brauchen wir Mehl, Butter, noch eine Zwiebel, Lorbeerblätter, etwas Muskatnuss und Milch. So, wir fangen an. Ich habe das ganze Gemüse erstmal in kleine Würfel geschnitten. Dann wird das Hackfleisch angebraten. Ich habe hier ein bisschen Olivenöl genommen und erstmal die Hälfte von dem Hackfleisch genommen, damit das nicht zu viel Wasser zieht und auch ein bisschen Farbe bekommt. Dauert dann ein Weilchen, muss man ein bisschen Geduld haben. Sollte man dann versuchen, das schön klein zu kriegen, auch in kleine Brösel. Wenn man so einen Kartoffelstampfer hat, der ist Gold wert. Ja, da kann man das schön zerbröseln mit. So, wenn das alles ein bisschen Farbe genommen hat, tue ich das in einen anderen Behälter und brate die andere Hälfte an vom Hackfleisch. So kriege ich das relativ schnell schön braun und dann hat es auch einen guten Geschmack später. So, im Prinzip mache ich jetzt hier das gleiche wie vorhin. Und wenn es auch die Konsistenz hat, also schon ein bisschen Farbe hat, dann gebe ich mein Gemüse dazu, bis auf den Knoblauch. Den Knoblauch gebe ich erst später dazu, weil der mir sonst verbrennt und bitter wird. So, das Ganze brate ich jetzt auch ein bisschen mit an. Ich habe jetzt hier noch einen kleinen Schuss Öl mit dazu getan, weil das alles ein bisschen trocken war. So brät das besser oder bräunt das besser an und auch gleichmäßiger. So, dann würze ich das Ganze mit Salz, ein bisschen schwarzem Pfeffer. Jetzt gebe ich meinen Knoblauch auch dazu, die Lorbeerblätter. So, das Ganze verrühre ich noch ein bisschen, dass der Knoblauch auch ein bisschen mit anschwitzt. Ich habe jetzt noch ein bisschen Tomatenmark reingemacht. Kann man machen, wenn man es da hat. Man muss es aber nicht unbedingt. Ja, da wir sowieso die Dosentomaten auch haben, könnte man das eigentlich auch weglassen. So, das brate ich auch ein kleines bisschen mit an. Jetzt kommen die Dosentomaten mit dazu. Ein bisschen Wasser. Das restliche Hackfleisch, was ich auf die Seite gelegt habe. Jetzt füllen wir das Ganze noch mit Wasser auf. Und das lasse ich jetzt eine gute halbe Stunde köcheln. Ne? Kann gerne auch länger köcheln. Je länger, desto besser im Prinzip. Aber die Lasagne dauert ja auch noch ein bisschen und wir wollen ja irgendwann noch was essen. Deswegen reicht mir jetzt hier eine halbe Stunde. Ich mache hier noch ein kleines bisschen Thymian mit rein. Hatte ich zufällig noch da. Passt immer sehr gut dazu. Oregano passt auch sehr gut dazu. Dann könnt ihr ein bisschen, ja, könnt ihr machen, was ihr reinmachen wollt eigentlich. So, jetzt geht's zur Bechamel. Da kommt meine Butter erstmal in den Topf. Die Zwiebeln dazu. Nicht zu große Hitze. Wir wollen die Zwiebeln nur leicht anschwitzen, also dünsten, dass sie weich werden. Aber sie sollen keine Farbe bekommen. So, wenn die Butter alle aufgelöst ist und die Zwiebeln weich sind, kommt das Mehl dazu. Das verrühre ich dann gut. Sollte jetzt allerdings keine Farbe nehmen, sonst habe ich nämlich eine dunkle Mehlschwitze und das wollen wir nicht. So, jetzt nehme ich einen Schneebesen und gieße langsam nach und nach die kalte Milch dazu. Wichtig ist, dass die Milch kalt ist. Wenn ich sie heiß machen sollte, dann habe ich nachher Mehlklöße. Also kalte Milch nehmen und nach reinschütten. Bei der Bechamel muss man ein bisschen aufpassen, weil Bechamel brennt sehr schnell an. Und wenn sie anbrennt, kann ich sie eigentlich wegschütten, weil sie eben ja, nach verbrannter Milch schmeckt und das kann man nicht mehr reparieren. Das heißt, bleibt am besten dabei, immer wieder mal umrühren. Und sollte sie mal anbrennen, probiert es kurz mit dem Löffel, ob sie verbrannt schmeckt. Wenn nicht, sofort in einen anderen Topf umschütten. Nicht versuchen, am Boden rumzukratzen, weil dann kratzt ihr nur das Verbrannte in die Soße rein und dann könnt ihr sie wirklich wegschmeißen. Also immer schön dabei bleiben. Ich habe es jetzt hier noch gewürzt mit Salz, Pfeffer,
Lorbeerblätter und ein bisschen Muskatnuss. Und wenn die einmal aufgekocht hat, ist es eigentlich nicht mehr so wild. Dann brennt sie in der Regel nicht mehr so schnell an. Aber immer wieder gesagt, immer wieder mal umrühren. Jetzt kocht sie, jetzt wird sie auch gleich dicker. Und dann kocht ihr die, ich koche sie immer 20 Minuten, weil dann kriege ich den Mehlgeschmack raus. Ansonsten schmeckt die immer sehr mehlig. So, danach kommt das Ganze noch durch ein Sieb, wird passiert. Damit ich auch keine Klumpen habe und keine Zwiebeln habe, so habe ich eine schöne cremige Soße. Den Schritt könntet ihr natürlich auch überspringen, weil die Zwiebeln stören ja auch nicht wirklich in der Lasagne. So sieht die Bolognese dann aus nach 40 Minuten waren es etwa. So, ich fange jetzt an, mache unten erst eine Schicht Bolognese rein. Eine dünne Schicht, das ist wichtig, dass ihr immer dünne Schichten habt. Lorbeerblätter könnt ihr rauslesen. So, das Ganze drücke ich ein bisschen flach mit einer Palette. Verrenkt mich hier ein bisschen, damit ich nicht vor der Kamera rumfuchtel die ganze Zeit. So, da kommt ein bisschen Bechamelsoße drauf. Und die Lasagneblätter. Praktischerweise passen jetzt hier direkt drei Stück nebeneinander. So, das geht dann immer so weiter, Schicht für Schicht. Immer die Bolognese, dann die Bechamel, dann Pasta. Ich habe hier fünf Schichten gemacht. Und die allerletzte Schicht ist dann Bechamelsoße. Ganz oben drauf mache ich Bechamel. Und da ich hier Parmesan-Käse genommen habe, habe ich sie erstmal 20 Minuten ohne Käse gebacken. Und nach 20 Minuten habe ich den Käse drauf gemacht, damit er nicht so dunkel wird. So, jetzt war es 20 Minuten im Ofen schon. Bei 180 Grad unter Oberhitze. Jetzt mache ich meinen Käse drauf und dann wandert das Ganze wieder 20 Minuten in den Ofen. So, so sieht das Ganze nach 40 Minuten aus. Super lecker, riecht fantastisch. Ja, und das war im Prinzip auch schon die Lasagne. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Und abonniert meinen Kanal. Und für mehr Rezepte könnt ihr auch gerne auf Facebook, Instagram und Pinterest vorbeischauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.